Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich bin gerade in London auf dem Honor-Event. Hier wurden gerade das Honor 7X und das Honor V10 für Europa und die westliche Welt vorgestellt. Beide Geräte wurden ja schon länger in Asien vorgestellt, wobei das V10 erst letzte Woche. Und um das Gerät soll es hier gehen, denn das 7X, das ist eigentlich schon durchgetestet. Da haben wir jetzt den deutschen Preis genannt bekommen, UVP 299 und dann 6 Wochen lang 50 Euro Cashback. Viel interessanter, wie ich aber dann doch finde, ist das V10. Das kostet doppelt so viel. UVP-Preis 500 Euro und das für ein 5,99 Zoll Gerät, also 6 Zoll. Und was sollen wir mal sagen? Wir gehen einfach wieder in dieses Huawei-Konzern und das ist natürlich der konzerninterne Konkurrent, die jugendlichere, hippere Honor-Version vom Huawei Mate 10 Pro. Denn wir haben auch hier wieder 18 zu 9. Aber so wie ich das jetzt gerade sehe, dürfte das kein OLED-Display sein, sondern IPS. Klar, die müssen auch irgendwo Einsparmaßnahmen machen. Trotzdem ist der Kirin 970 unter der Haube verbaut und jetzt kommt es. 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB. Plus, also allein dafür sage ich, 500 Euro ist okay. Natürlich musste man sich sehr wahrscheinlich auch beim OnePlus 5T orientieren, welches ich übrigens auch dabei habe, weil ich mir gedacht habe, das kommt ziemlich gut hin. Also das so in der Preisregion. Und ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass Honor hingeht und das Gerät für 550 oder sogar für 600 in den Markt bringt und dann vielleicht noch Cashback liefert. Apropos Marktstart, Verkaufsstart soll der 8. Januar sein, also nächstes Jahr, nach dem Weihnachtsgeschäft. Ich kann es aber nachvollziehen, dass sie jetzt noch vor Weihnachten hingehen und das Gerät vorstellen und den Leuten vielleicht sagen, wartet doch noch mal was mit dem Geld ausgeben. 500 Euro waren jetzt die Ansage, ansonsten Kirin 970, auch wieder mit dieser NPU-Unterstützung, mit smarter Software, dass die hingegangen sind, haben gesagt haben, ne, die Kamera erkennt die Bilder, die hilft euch bei den Einstellungen, das wird alles automatisch eingestellt und es funktioniert einfach. Sind wir mal so ein bisschen gespannt. Ansonsten Rückseite, wieder Doppelkamerasystem. Kein Leica-Branding, das dürfen ja nur die richtigen Huawei-Dinger, sage ich jetzt mal. Das hier, da geht man ja einen anderen Weg. So, auf jeden Fall Kamera, was wir kurz mal testen durften. Geräte, ich meine, wir sind hier gerade in der lauten Hands-on-Area und so richtig viel haben wir da noch nicht rumgespielt. Qualität aber erstmal brauchbar und das bei wirklich bescheidenem Licht. Was ich aber viel interessanter finde, ist, dass wir jetzt endlich wissen, wie viel Speicher, Akkuladung wird gefressen oder geht verloren, wenn die Hersteller hingehen und Micro-USB verbauen, aber auch Kopfhöreranschluss. Denn das Mate 10 Pro hat das nicht, hat einen Akku von 4000 mAh. Das Honor V10 hat Kopfhöreranschluss und Micro-SD-Karten-Slot für die Speicherkarten, offiziell bis 256 GB. Muss mal gucken, ob ich da irgendwo eine 400 GB-Karte zum Testen herkriege. Zwinker, zwinker. Hat dann aber nur einen Akku von 3750 mAh. Bedeutet so 250 mAh. Und das in dieser, also ganz ehrlich, ich glaube nach wie vor, das Ding wird eine tolle Akkulaufzeit haben. Tolle Akkulaufzeit, großes Display, das ist das, wo man sich für dieses Gerät interessieren sollte, wenn diese Sachen einem wichtig sind in Smartphones. Aber dann 250 mAh für Kopfhöreranschluss und Micro-SD einzutauschen, absolut okay. Also das ist so der Punkt, wo ich mir denke, hätte man vielleicht auch beim anderen Gerät machen können. Ansonsten Infrarotport immer noch vorhanden, wie wir das so gut kennen. USB Type-C ist unten verbaut. Da wissen wir noch nichts über den Übertragungsstandard. Das sind so Sachen, das sieht man nicht so richtig. Auch ist immer schwer zu sehen und schwer zu hören. Es war nirgendwo die Rede von OIS, also der optischen Bildschirmstabilisation. Und wenn ich mal kurz höre, und das ist ja einfach tierisch laut, ich hoffe, dieses Video wird von der Aufnahme überhaupt was, glaube ich nicht, dass es OIS hat, weil sonst klappert ja immer was. Glaube ich nicht, konnte ich aber auch nicht sehen und kurz testen. Wie gesagt, das ist gerade der allererste Eindruck. Kommen wir zum Gerät. Das Gerät selber gibt es in Navy Blue oder in Blau und in Schwarz bei uns auf dem Markt. Jedoch sage ich dazu jetzt erstmal, ohne irgendetwas zu wissen, einfach aus dem Grund, weil ich mir vorstellen kann, dass später noch in andere Farben nachgereicht werden. Und es gab ein DJI-Kooperationsvideo, wo der Surfer, der mit dem Gerät an seinem Arm seine DJI-Drohne über Sprachkommandos gesteuert hat, weil der neue Kirin 970 mit NPU das alles so toll macht und die alle super zusammenarbeiten, der hatte, ganz kurz zu sehen, ein rotes V10. Also das, und hier und da wird ja sowas gerne mal angeteasert. Ich kann mir also vorstellen, dass sowas kommt. So, ansonsten, Display macht eigentlich erstmal einen netten Eindruck. Da möchte ich nichts dran sagen. Performance unter der Haube, den Speicherplatz mit dem RAM.
wenn die Kameras jetzt noch einigermaßen gute Arbeit leisten, glaube ich, dass wir hier ein solides Gerät abgeliefert bekommen, das wirklich einen ersten soliden Eindruck hat. Schön ist oder interessant ist, der Fingerabdrucksensor ist auf der Vorderseite, wieder so oval und schmal. Und er ist unter dem Glas. Das heißt, man kann ihn, der scannt euren Finger, aber man, da ist nichts zum Drücken. Interessant, wir haben hier wieder so einzelne Fotofunktionen oder einzelne Funktionen, kann man aktivieren. Sozusagen einmal kurz tappen, geht einen Schritt zurück. Länger drücken ist dann wie Home-Button und dann von der Seite rüberwischen ist dann wie App wechseln. So, finde ich eigentlich ganz okay. Und was ich aber sagen will, das Gerät, erster Eindruck in der Hand, boah, ist das lang. Zweiter Eindruck, solide verarbeitet. Ich will nicht sagen schwer, nee, für 3750 mAh ist okay, aber es kommt doch sehr lang daher. Das ist sowas, wo ich jetzt einfach mal aus dem Bauchraum sagen würde, es geht von der Länge in die Richtung Samsung Galaxy Note 8, wenn man das mal so sagen darf. So, und ansonsten soll es das jetzt eigentlich auch gewesen sein. Ach ja, Dual SIM ist auch vorhanden, wer nicht auf MicroSD gehen möchte. 3 Karten rein geht nicht, ihr müsst euch entscheiden, Dual SIM oder MicroSD-Karte. Und beide SIM-Karten sind dann parallel LTE nutzbar. Also nicht, wo es dann nur mit einer Daten oder so, nein, beide voll LTE nutzbar. Erster Eindruck, solide. Der Preis hat mich überrascht und ich bin mal sehr gespannt und gucke dann aber trotzdem, wie verhält sich das mit anderen Geräten, vor allem auch mit Geräten aus dem eigenen Konzern. Das soll es aber erstmal gewesen sein mit dem ersten Eindruck vom neuen Honor V10. Und macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!